Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Minecraft ATM mit Nefjatz. Hallo. Hallo Nefjatz. Na? Na, ein bisschen gespielt sehe ich. Unten den Tank habe ich hingestellt, damit er da pumpen kann. Ja, genau, das habe ich gemacht. Der ist auch voll mittlerweile. Der hat Lava gepumpt ohne Ende, Goro. Ja, ich sehe das schon. Der ist dezent groß. Wie groß ist der? Der hat einige Buckets. Sollen wir vielleicht Lava, also Energie aus Lava machen? Ne? Habe ich auch schon geguckt, wie das geht. Und ich habe sogar schon das Ding offscreen dafür in der Tasche, um auszuprobieren, ob das wirklich geht. Hier, der Magmatic Generator. Ja, genau, den kenne ich. Ja, von Extra Utilities. Der macht aus Lava Energie. Den kenne ich. Außerdem stand in meinen Kommentaren, dass mit dem Umhang, da braucht man Feuerwerk? Nein. Habe ich gehört. Nein. Wäre mir neu. Könnt's ausprobieren, aber wäre mir neu. Und ich habe rausgefunden, wie ich Prisma-Dinger baue. Das baue ich jetzt mal, den Generator. Da habe ich mir ein Video zu angeguckt. Dann brauche ich das hier. Den baue ich jetzt eben. Mach ich schon mal hier. Dieses Loch vorbereitet hier, wo das reinkommt. So, dann brauche ich 3 davon. Die kommen dahin. Dann kommt... Warum wird hier nicht angezeigt, wie man Feuerwerk craftet? Weiß nicht. Man kann es nur finden wahrscheinlich, ne? Kann sein. Das ist gut möglich, Herr Gorobai. Ich hab dich bis jetzt... Ach, du stehst oben bei dir, ne? Ich bin oben, ja. Ach, verdammt. Ach ja, letztes Mal hatten wir ja hier die Action gemacht, ne? Mein Pisten ist verbrannt. Ja, hatten wir. Piston. Skelette können wir nichts mehr anhaben. Ich bin... Battle-hardened. Battle-hardened. Ich habe keine Ahnung, was heute so los ist hier bei uns. Meinst du in deiner Umgebung da wegen dem Hund oder was? Ja, und auch was in der Minecraft-Folge passieren soll. Ich baue jetzt erstmal einen Sand-Generator. Bin überfragt. Eine Picke wollte ich mir machen. Eine Picke. Werkzeug wollte ich bauen. Eine Picke, die Picke, die Picke. So. Genau, da haben wir doch bestimmt noch mal hier ein. Wie hieß denn das noch mal, das Buch? Das Buch, das hieß. Den brauche ich. So. Da ist schon was drin, welches ich getestet habe. Und ja, das macht so schnell Sand. So. Ich habe jetzt vergessen, wie die Mod heißt. Wie heißt die Mod nochmal mit der Schmelze? Tinker. Tinker, das ist ganz, ganz... Gott. Wie heißt die Mod mit der Schmelze? Wie heißt das nochmal? Ja, du, manchmal steht man auf dem Schlauch. Ja, kenne ich. Mach das, Alter. Bin auch noch gar nicht so alt. Damit habe ich auch rumgetestet. Aber das ist echt uff. Das braucht viel Energie, das Zeug hier. So. Du weißt nicht mehr zufällig, wie das Buch von Tinker's Construct heißt, ne? Materials and You, und das liegt in der Schmelze, an der Kiste in der Schmelze. Das liegt in der Schmelze, kein Wunder. In der Schmelze, nicht. Ist geschmolzen. Das ist gutes Zeug. Ich sehe dein Problem nicht. Das liegt halt in der Schmelze. Da finden wir das immer. Ja, genau. Materials and You. Das brauche ich nicht. Ich brauche das hier. Materials and You. Ah ja, was ist denn das Beste? Google jetzt nebenbei. Best... Für Werkzeug Kobalt. Pick. Und Magical Wood. Wahrscheinlich. Ja. Best Tinker's Pickaxe.
Reddit erstmal hingehen. Cobalt Head, Ardite Extra, Bone Handle. Bone? Ja, okay, kannst du machen. Das ist scheinbar das Beste, die wir. Und ich gebe mich gerade mit dem Besten zufrieden. So. Das Beste für den Besten, weißt du. Der macht Sand, dann holt er das. Das müssen wir rauspumpen. Rauspatchen. Oh, das sind Stromkabel. Ja, wie war denn so dein Tag, deine. Ich habe gearbeitet, war einkaufen, habe ich weitergearbeitet. Ja, das war mein Tag. Ja, nice. Habe ich. Das ist ja nicht schlecht. Kann man ja mal machen, ne? Meine neuen Emotes gesehen für Twitch und ja, das war's. Hast du die gesehen? Ja, ich habe neu einen Auftrag gegeben. Hab jemanden externen dafür beauftragt. Die jetzigen waren doch auch von jemandem gemacht, oder nicht? Ja, aber die machen alle nicht mehr. Das tut mir leid. Ja, deswegen. Jetzt habe ich eine neue Zeichnerin. Cool. Und willst du schon verraten, was es wird, oder? Ja, auch wieder Pachimaris, ne? Pachimaris? Ja. Pachimaris. Noch? Haben wir noch Kobalt hier? Du? Ja, in der Kiste bei der Schmelze, glaube ich. Oder wenn es mittlerweile im ME ist, dann da. Ich würde schätzen im ME. ME sind 28 Ingots, ja. Hier ist ein Block auf Kobalt. Warte mal, nee, es reicht auch ein Kobalt-Ohr, ne? Kommt drauf an, wie viele Ohrs das braucht, was du gießen. Ich trottel. Zwei, ne? Löscht mich das? Ja, okay. Hier ist noch Manjolin drin. Pumpe ich gleich mal raus, ja. Ich bin nicht lebensfähig, alles okay. Jetzt weiß ich, dass du das nicht bist. Aber ich bin gerade rückwärts in die Lava gelaufen. Rückwärts in die Lava rein? Ja. Bin hier so am Bauen und ist so rückwärts schön in den Lavaschwall gelaufen. Living on the edge. Schön reingeladen. Mit der Nefias, Freunde. Easy game. Easy game. GG. Und im ersten Moment denke ich mir so, warum brenne ich? Was passiert? Tod durch Nefias. So, der Breaker breakt den Shit und pumpt das dann hier. Ja, müsste eigentlich jetzt gehen. So. Ardite extra. War das nicht das? Extra? Nee, das heißt nur Ardite. Ja, aber das Extra ist Ardite. Also Binding. Ardite und Kobalt, haben die sich gemischt? Wahrscheinlich, ne? Ardite und Kobalt wird Manjolin. Manjolin? Jetzt geht's ab. Reicht das? Reicht. Sehr gut. Und der voidet gerade Sand. Und irgendwann, zwischendurch kommt irgendwann hoffentlich, ich hoffe, der Server ist wieder richtig eingestellt, ich habe den zwischendurch falsch eingestellt, weil den musste man in der Config was einstellen, damit das geht, dass dann hier zwischendurch die rauskommen. Die Chance ist aber sehr gering. Die Vögel pfeifen hier die ganze Zeit. Haben wir denn noch Bone? Ja, es geht. Müssen wir erplacen? Oder auch ganz nicht? Ganz dezent haben wir noch ein paar Bones. Kann ich die schmelzen? Old Redstone Torch to toggle. Gibt man die denn aktiv? Einfach eine Redstone Torch. Tue ich mir natürlich. Tue ich mich sehr schwer. Was denn? Knochen? Nee. Die musstest du so reindrücken in die Form. Bin gerade dezent überfragt. Was denn? Ja, das war hier in dem Ding. Right-click to toggle. Miau. James läuft hier rum und schreit. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht das wüsste die Fiers. Der sortiert ihn nicht rein. Warum nicht? Warum sollte die. Hä?
Das kommt hier noch rein. Das nehmen wir mal mit. Und dann, da ist die Toolforge. Item Output. Nein, nicht da. Warte jetzt. Okay. So. Jetzt habe ich da meine Picke. Wie viele Modifier habe ich da drauf jetzt? Modifiers 3. Und da möchte ich da gerne drauf haben. Redstone. Und ding, ding. Modifiers. Was gab es denn so? Es gab Haze, das war Redstone. Lackis Lapis. Diamond brauchen wir nicht, weil ich habe ja schon Dings drauf. Emerald, was kann ein Emerald? Haltbarkeit, glaube ich. Oh, hier sind aber 15 drin. Anscheinend macht das. Ist hier so schnell, dass man das nicht sieht? Smite. Knockback. So, theoretisch kann man das jetzt so weiterspinnen, dass das Ding sogar in die Brunnen, in die Wells hier, die ich hier abgebaut hatte, die ich hier stehen hatte, automatisch die Dinger plantet. Dafür braucht man aber die Mod hier. Deswegen habe ich damit schon rumgespielt. Und dann macht der den Tank automatisch voll. Das wäre eigentlich ein gutes Ziel. Aber ich glaube, das dauert, bis ich das habe, weil die extra Utilities-Mod extrem anstrengend ist, Mann. Ich würde jetzt schon einmal gerne sehen, wie er hier einen placed. Aber die Chance, dass da Aquamarin rauskommt, ist so gering. Huch. Rohr hat irgendwas gemacht, hab da gesehen, das Server hat einen Leck gehabt. Ah nee, der Regen hat angefangen, deswegen. Ich habe hier an dieser Stelle erstmal gar nichts gemacht. Und ich habe hier einen Muffler hingebaut, weil das Geräusch wird einem mega auf den Sack gehen. Man hört das auch ganz leise schon. Wie viele Modifier hatte ich jetzt noch frei? Gar keinen, glaube ich. Oder? Wie viele Wither-Köpfe haben wir? Wither-Köpfe? 2, glaube ich, habe ich gefunden. Einen? Wieso haben wir denn nur einen im ME? Wir hatten noch 2. Was ist da los? Wir hatten 2, ich bin mir hundertprozentig sicher. Ja, also hier, ME ist nichts drin hier. Was ist hier los? Ich call Fake News an dieser Stelle. Ich gesagt, lass mal Wither machen, aber ist nicht. Kann ich jetzt mit meiner Picke killen, wenn du willst. Die habe ich schon mal sehr gut gemacht, die Picke. Das ist doch schon mal eine sehr gute Sache. Doch, ist drin. Okay, aber warum pumpt er das nicht ab? Was hast du für eine Picke? Kobalt mit Magical Wood drauf. Magical also Wood? Also der Stick ist, nee, das Binding war aus Magical Wood. Ich will mal gucken, was ich hier, ich muss die ein bisschen leveln. Der Draw Controller ist doch dafür da, das da rein zu, muss der darüber? Warte mal, vielleicht machen wir es so. Ich glaube, der muss direkt da Kontakt haben, ne? Dann geht das erst. Ich erschrecke mich jedes Mal, wenn der das einsaugt. Welcher ist jetzt welcher? Toll, ey. Scheiße. Jetzt wird auf 50 60 Chance. 60 XP nur. Naja, falsch. Okay, dieses Auto-Repair wäre noch cool, ne? Ja, aber es bringt nicht viel. Ne? Nee, weil du brauchst das Auto-Repair, was hier nur noch drin ist, ist, wenn du XP sammelst, repariert es sich. Und nicht, wenn du XP hast, repariert es sich. Oder bei Sonnenlicht. Es repariert sich nur noch, wenn es aktiv XP sammelt, während du es in der Hand hast.
Oder du nimmst dir, was ich halt draufgepackt habe, Wither-Knochen, haben wir auch einige, und packst dir halt Parasit drauf, dass er sich an dir verlutscht und repariert. Was habe ich auf meiner Rüstung drauf? Parasit heißt das? Irgendwie so, ja. Parasitic oder so. Sind, glaube ich, drei Ende im Wither-Knochen. Necrotic vielleicht? Oder Necrotic, ja. Irgendwie sowas, ja. Hero and dealing damage. Add more bones to increase the level. Oder the heal and multiply levels. Dann frisst er sich halt an deinem Essen erst voll und dann geht er an deine Energie. Wenn er sich repariert. Kann man halt machen. Jetzt habe ich halt gerade zwei Modifier benutzt auf Speed und einen habe ich auf Luck. Ja. Und dann, wenn ich den level, dann wird es auch besser. Alter, meine Spitzhacke ist zum Beispiel schon zu schnell, weil Marble geht instant kaputt. So. Also, ich möchte, dass der das... Was brauche ich noch? Hier hin. Place. So. Place du schon? Nein, weil du kein Signal hast. Okay, sehr gut. So. Dann machen wir immer so, so und so. Oh, doch, er hat geplaced. Sehr gut. Das ist falsch rum. Was steht denn hier noch so? Vorne noch die anderen Werkzeuge. Axt, Schaufel. Glaube ich zumindest. Hammer. Ganz wichtig. Hatte ich nicht einen Hammer? Einen Eisenhammer hast du mal gehabt, glaube ich. Ich glaube auch, aber habe ich den ins ME gemacht? Das weiß ich nie, was du alles ins ME machst. Also alle meine Items sind weg. Warum? Also meine, wie heißen die? Ich habe hier nur eine, ich hatte auch diese Lumber Eggs. Warum diese? Wie, warum diese? Ja, warum weg? Warum diese weg? Weiß ich nicht, die ist halt weg. Ich kann da, wo sind denn die hin? Die habe ich in irgendeine Kiste gelegt und die Zuschauer wissen das wieder und ich weiß es wieder nicht. Oder wir haben es aus Versehen weggeworfen. Wer weiß. Warum sollten wir meine Lumber-Eggs wegschmeißen? Weiß nicht. Wo kann die denn sein? Oh, warte mal, wo war nochmal das letzte Inventar? Auf welcher Taste? Auf 3 oder so? Möglich. 4 war das. Da sind ja meine Sachen. Aha. So. Ah ja, okay. Sind auch noch ein paar Potions drin. Ein paar Rüstungsdinger. Agoro, ich habe ein Monster erschaffen, komm mal hoch. Komm gleich. Geil. Okay, war. Mir fehlt trotzdem noch eine Schaufel und eine richtige Axt. Bist du ganz oben? Ja. Gucken wir uns das nochmal an, was du da erschaffen hast, und dann machen wir nächstes Mal was Besseres. Machst du Gravel oder? Nee, Sand. Und zwischendurch kommt da Aquamarin raus. Also das, was die blauen Kristalle... Da, siehst du das gesehen? Und nee, hab ich nicht. Dann, also manchmal kommt da dieser Sand mit dem blauen Stein raus, wo meine blauen Steine drin sind. Dann pumpe ich die raus. Der Autoplacer platziert das. Der Autobreaker macht's kaputt. Und dann saugt er das hier rein. Dann brauche ich die nicht farmen gehen. Und das passiert von... Das ist hier mein flüssiges Sternzeug mit Lava macht Sand. Und dann kann auch dieser blaue Stein rauskommen. Total geil. The heck. Und das kann ich jetzt so bauen, dass in diese Brunnen die blauen Steine gelegt werden und die kann man abzapfen, die Brunnen, und dann kann ich das alles hier in den Tank füllen lassen.
automatisch und muss das selber nicht mehr machen. Dieses, also die Modpacks sind irgendwann sind die zu krass, glaube ich. dafür sind die da, um auszurasten. Weiß. Aber wie geil der Sand da runterfällt, ne? Das ist übel. Vor allem, ich wollte ja schon, da sind ja schon 2000 Sand drinne jetzt in der Kiste. Aber wenn du mal Sand brauchst, ne, sagst Bescheid. Glas. Ich weiß gar nicht, wie viel Sand und Glas haben wir denn? Wenn wir genug eigentlich, aber wenn wir mal Sand brauchen. Sand haben wir 200 und Glas haben wir nur 36, da geht noch einiges. Aber warte, ich kann ein bisschen rausnehmen. Ah ne, kann ich nicht. Wie nehme ich denn das raus aus dem Drawer? Keine Ahnung. Machen wir nächstes Mal. Der ist abgeschlossen. Ich würde sagen, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächstes Mal geht's weiter. Da baue ich mir eine Schaufel oder so. Wir gucken mal. Bis dahin. Hau das mal rein. Tschüss. Ja.